Hallo ihr Zombies und Zombie und hallo YouTube, ich bin der Chris Vanfield und begrüße euch wieder zu einem kleinen Sammlungs-Update-Video vor. Wie ihr sehen könnt, haben wir dieses Mal wieder im Maßstab 1 zu 6 ein kleines Accessoire-Set. Und zwar von Super Duck. Es ist die natürlich Jill Valentine aus Resident Evil 3. Was in dieser kleinen Verpackung drin ist, was für Accessoires dabei sind und wie die Qualität dieses Produkts ist, das erfahren wir in diesem Video. Ja, kurz und knapp, ich möchte mit der Preisgestaltung anfangen. Dieses Set hat mich 180 Euro gekostet. Ohne Versand, ohne nichts. Und das finde ich schon für ein Accessoire-Set relativ happig. Das Set wurde, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche, 2021 angekündigt. Natürlich gleich bestellt. Warum, weshalb, wieso? Dazu komme ich nachher noch, weil im Grunde habe ich ja schon zweieinhalb Jill Valentine Figuren im Maßstab 1 zu 6, die zu der Neuinterpretation zu Resident Evil 3 gehören. Spoiler, hier sind ein paar Accessoire-Teile dabei, die die anderen Figuren nicht dabei hatten. Dazu kommen wir aber dann im Verlauf des Videos. Ne? Ich würde sagen, wir schauen uns erstmal diese kleine Verpackung an. Es ist so eine Art Metall-Tinbox. Wir haben hier ganz gut zu sehen, was sich genau hierbei handelt. Ne? Also wir sehen hier Jill Valentine komplett mit allen Accessoires, die wir halt sehen, die hier in dieser Box enthalten sind. Das Logo, um welches Set es sich auch genau handelt, ne? Set Nummer 63 von Super Duck. Warnung, Achtung, Kleinteile, nichts für Kinder, weil Verschluckungsgefahr, ihr sollt an den Teilen nicht lutschen und so weiter und so fort. Und hier nochmal das Logo. Das ist so eine Art Sleeve, was wir ganz einfach abziehen können. Naja, einfach nicht. Ein bisschen Nachdruck. Und dann sollte es eigentlich auch schon soweit sein. Oh, das hängt hier irgendwo, ne? Ja. Ja, dass die Preisgestaltung mittlerweile so hoch ist bei diesen ganzen 1-6-Figuren, das ist unglaublich. Ich meine, Hot Toys hat da auch schon ordentlich draufgelegt, ne, was die Preise angeht. Damn Toys genauso. Schaut man sich die Ada Wong-Figur von Damn Toys an, es ist einfach, ich begreife es einfach nicht, wie so eine Figur auf 400 Euro steigen kann vom Preis her. Und da hört für mich auch fast schon der Spaß auf. Aber hey, man will ja irgendwie die Sammlung komplementieren. Ne? Ganz wichtig ist hier zu erwähnen, in diesem Set ist kein Buddy dabei. Das heißt, Körper müsst ihr euch alle nochmal einzeln kaufen. Es sind nur die Accessoires. Ihr habt einen Headsculpt, ihr habt die Kette, Jills Sport-Tanktop sozusagen, die Hände, die Boots, Messer, Funkgerät und Holster und alles, was dazu gehört. Ne? Kein Buddy. Was für ein Body sich für dieses Accessoire und für diesen Headsculpt insbesondere macht oder am besten geeignet für ist, das erkläre ich euch nochmal in dem Video. Ne? Ich würde sagen, ich mache hier einen kleinen Cut, hole alle Sachen aus der Tinbox und dann schauen wir uns mal die Sachen genau an. Okay, ich war gerade nicht geschockt, aber doch ein bisschen verblüfft. Zum Negativen muss ich sagen, denn ich habe die Tinbox aufgemacht und die Sachen sind alle in so Tütchen. Das stört mich soweit gar nicht, dass die ganzen Waffen, Accessoires oder die Klamotten halt in solchen Tütchen verpackt sind. Das darf nicht sein, dass ein Headsculpt so in so einer Tüte kommt. Ne? Man müsste irgendwie so einen Schaumstoffbelag noch drumherum machen, dass dieser Headsculpt keine Kratzer bekommt, denn das geht nicht. Nein, definitiv nicht. Genau, ich hole jetzt erstmal einfach alles raus. Ja, da habt ihr so kleine Drogenpäckchen, sag ich mal. Und hier sind die Klamotten und ja, die Tinbox packen wir beiseite. Genau. Ich habe jetzt einfach alle Sachen soweit quer verteilt, quer hingelegt und ich würde sagen, wir fangen mal mit dem wichtigsten Part an und das ist natürlich hier der Headsculpt. Und zwar haben wir dieses Pachtexemplar. Also was mir sofort auffällt und ins Auge sticht, sind wie glossy Jill Valentines Lippen sind, ne? Wie ihr sehen könnt. Also die glänzen ja mega, als ob da jetzt mega Lack aufgetragen worden ist. Ein bisschen übertrieben, ein kleines bisschen übertrieben. Aber ansonsten gefällt mir dieser Headscarf doch besser als der von der S-Double Toys Doppelpack-Geschichte. Ne? Da, wo Jill doch relativ jung wirkt. Und mir fällt gerade kein Kratzer oder Beschädigung auf, weil das Paket war ja, kommt aus China letztendlich, darf man nicht vergessen. Und wenn sowas lange unterwegs ist, muss man halt höllisch vor aufpassen, dass die, wenn sie halt gerade in so einer lächerlichen Tüte verpackt sind, ohne Sicherung oder sonst dergleichen, dass diese ganzen Headscapes dann natürlich Schädigungen davon tragen können. Ne? Genau. Also die Augen sind wirklich, da kann man ein bisschen mehr ranzoomen. Ne? Machen wir mal.
Ja. Hoppala. So. Die Augen sind doch sehr gut, finde ich. Ihr seht da einzelne Partikel. Die Augenbrauen sind verdammt gut. Also gesculptet, finde ich, ne? Also die sehen wirklich echt gut aus. Ja. Ja, mega Details. Was mich halt so ein bisschen flasht, sind halt natürlich jetzt die Lippen, ne? Also die sind so mega, mega glossy. Das hätte nicht sein müssen. Ein kleines bisschen wäre nicht verkehrt gewesen. So. Ja, ansonsten, ja, hier an den Seiten kann man sehen, dass die Kolorierung bei den Ohren, an den Ohren nicht ganz gut ausgearbeitet ist. Auch hier bei den Haaransätzen. Aber okay, das sieht man jetzt so auf den ersten Blick gar nicht. Das ist jetzt wirklich sehr weit reingezoomt und um euch mal das zu verdeutlichen. Genau. Ja, ansonsten gibt es zum Headscalp nicht mehr viel zu sagen. Die Haare fallen gut, gefällt mir sehr gut. So wie es halt immer mag, ne? Natürlicher Fall. Und der Scheitel ist auch diesmal ein bisschen anders angesetzt, denke ich. Aber ich werde nachher nochmal die anderen beiden Headscalps dazu holen, nur die Headscalps, wohlgemerkt. Dann schauen wir uns mal diese im Vergleich nochmal genauer an. Ne? Genau, so viel zum Kopf. Ich weiß nicht, ob ich zu den Händen irgendwas sagen soll. Es sind gewöhnliche Hände. Wir haben hier eine Triggerhand, eine entspannte Hand, eine geballte Faust und relativ lockere Hände, ne, um die Waffen so weit zu tragen. Aber länger möchte ich mich damit nicht beschäftigen. Das Ganze machen wir auf jeden Fall nochmal, wenn ich einen Buddy dazu habe und die Figur dann komplett aufstellen kann. Ne? So machen wir das auf jeden Fall. Wichtig wäre zu sagen, dass man hier die Waffen dieses Mal mit entsprechenden Accessoires mit hinzugefügt hat. Ne? Also wir haben hier auf jeden Fall ein Laservisier mit dran. Wir können diesen Lauf vor zurückziehen, was ein bisschen komisch wirkt. Wie ihr sehen könnt, zack, zack, ne? Nachladesimulation. Und auf jeden Fall haben wir hier wieder ein Magazin, ganz gut ausgearbeitet. Ich mag ja so diese Nachladeanimation, ne? Bin ich ein großer Fan davon, oder besser gesagt Posen. Aber man kann sehen, dass die Kugel nicht ganz so gut ausgearbeitet ist. Die Patrone besser gesagt, ne? Sieht gut aus. Hätte sich vielleicht bei der Kolorierung ein bisschen mehr Mühe geben können. Und Stunde der Wahrheit, können wir es rausziehen. Jetzt kriege ich es nicht hin, doch jetzt. Zack, jetzt hat sich es gelöst. Genau. Haben wir zwei Magazine. Und können wir halt super Jill in einer Nachladeanimation darstellen. Was ich bemerkenswert finde, dass wir hier noch einen Schalldämpfer dazu bekommen haben. Tatsächlich. Aber wie kriege ich diesen Schalldämpfer hier ran? Also entweder ist da was kaputt gegangen oder... Hm, wie sieht das hier? Ganz komisch. Ach. Maybe so. Und dann das Magazin drauf. Glaube ich eher weniger, ne? Moment. So, nee, keine Chance. Das wird nichts. Okay. Na, damit werde ich mich auf jeden Fall nochmal beschäftigen, um dann mal zu schauen, wie wir das am besten machen. Aber dass ein Schalldämpfer dabei ist, not bad, not bad. Hatte ich so auch noch nicht gehabt. Hauptargument, warum ich mir dieses Set jetzt bestellt habe für 180 Euro. Ja, ich bin bescheuert. Ist dieses Schmuckstück hier. Tatsächlich. Ein Granatwerfer. Ne? Wunderbar. Kann man hier rausziehen, so weit drehen und ihr könnt tatsächlich sogar die einzelnen Patronen reinsetzen. Ne? Genau. Und so sehen die dann aus. Super Kolorierung. Ich mag so, dass, das könnt ihr besser sehen, dass das orange, goldene, silberne Verlauf zu diesem Military Green. I like it. Genau, gefällt mir sehr gut. Machen wir mal nach und dann kann man Jill wunderbar mit einem Granatwerfer ausstatten. Na, komm, zwei kriegen wir noch hin. Das macht jetzt schon Spaß. So. Klick. Hier muss man natürlich völlig vor aufpassen. Das ist ganz einfach, dass das hier oben nicht bricht. Ne? Also ihr könnt den Granatwerfer halt zum Nachladen so animieren oder so ausstellen, aber es ist sehr filigran das Ganze, da müsst ihr höllisch vor aufpassen. Ja, ansonsten habt ihr noch die Schulterstütze, die sich bewegen und
ausfahren lässt, genau. Na, damit man es auch anpassen kann. Und ich sehe hier gerade auch mega Details, ne? Hier an den Seiten. Wunderbar, wunderbar. Moment mal, jetzt will ich mal was probieren. Genau, ich brauche nur eine eigentlich. Könnte man theoretisch gesehen. Nee, das geht leider nicht. Nee, passt nicht rein. Schade. Das wäre es natürlich gewesen. Wäre ein netter Zusatz. Genau. Wir sehen hier auch die Nummerierung, ne? Der Ladekapseln. Ja. Das Stück hier war sozusagen für mich ein Hauptkaufgrund gewesen, weil die anderen Sets leider keinen Granatwerfer dabei hatten, ne? Leider, leider, leider. Was für mich eigentlich wichtig ist, weil das war ja eigentlich eins von Jills, ich will nicht sagen Signaturwaffen, aber Hauptwaffen, die man so im Spiel haben konnte. Und wir haben hier noch noch mehr Teile zum Anpassen. Ich glaube, genau so ein ist das nicht, ich kenne mich mit Waffen nicht aus, ist das so eine Art Distanzmesser oder so? Könnte sein. Sieht aus wie ein Visier und ach, hier haben wir auf jeden Fall nochmal so einen Vordergriff, ne? Für die Waffe, das schieben wir wahrscheinlich hier irgendwie rein. Moment. Ganz vorsichtig, irgendwie so. Muss ich auf jeden Fall nochmal gucken, so rum nicht, aber definitiv dann so. Okay, das wird eine Wissenschaft für sich werden. Auf jeden Fall, genau. Da habt ihr halt hier vorne nochmal den Vordergriff, ne? So dann ungefähr. Ich krieg's gerade nicht rein, das mache ich dann irgendwann separat nochmal. Genau. So. Ansonsten haben wir hier Boots, was ich hier klasse finde, sind, dass die Schnürsenkel nicht modelliert sind, sondern wirklich. Okay, das. Hoppala. Das könnte eventuell zum Problem werden. Das sind Fake-Leder-Schuhe, die sehr anfällig sind. Das heißt, man muss sie auf jeden Fall dann später noch bearbeiten. Und es gibt sogar Löcher für Displays, ne, damit die Figur auch stabil steht. Das ist nicht verkehrt, das ist gut. Aber Fake-Leder, ich bin dann eher doch Fan von so One Solid Piece, ne? Also so einen kompletten Abguss von so einem Stiefel. Ich habe schon bei vielen anderen Sammlern gesehen gehabt, wenn man diesen Stoff nicht behandelt, dann über die Jahre oder in welcher Zeitzone ihr auch lebt, geht es auch schneller, ne, werden die ganzen Sachen hier porös, ne, und lösen sich dann auch ab. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das hier auch der Fall sein wird, wenn man es halt nicht behandelt. Da gibt es Hilfsmittel, Sprays, darüber mache ich nochmal ein Video, früher oder später. Aber ansonsten gefallen mir die Boots doch sehr, sehr gut. Doch. Natürlich haben die authentischen Feeling auch, ne? Macht die Figur in der Hinsicht auch ein bisschen hochwertiger als im Vergleich zu den anderen Figuren. Die holen wir noch gleich dazu, genau. So. Ich glaube, hier haben wir noch eine Beretta. Die ist mir jetzt so gar nicht aufgefallen. Tatsächlich, wir haben. Ach, ist der Schalldämpfer vielleicht hier für die. Nein. Schade. Okay. Nein, hat nicht funktioniert. Genau, wir haben hier noch eine Beretta. Vermute ich jetzt mal. Ja, sieht sehr einfach aus. Wirklich sehr einfach. Also die sind keine Chromelemente dran, kein nichts. Also vom Painting her ist es wirklich easy. Und auch hier kann man Magazin rausziehen. Genau. Da habt ihr es. Wunderbar. So, bevor wir jetzt weitermachen, würde ich sagen, gehen wir nochmal rüber. Den kleinen Teil. Ne? Also wir haben hier die Klamotten nochmal, die schauen wir uns jetzt nochmal genauer an und dann gibt es eine kleine Endwertung und dann werde ich auch die anderen Figuren dazu holen. Also ich muss sagen, dass sich hier die Klamotten bisher am besten anfühlen. Viel hochwertiger, schon fast wie Seide. Also Jills Unter-Tanktop und man sieht auch hier gute Strukturen. Ne? Also es sieht wirklich gut aus. Ist auch sehr elastisch, das heißt, ich werde wahrscheinlich damit keine Probleme haben, sage ich zwar jetzt, dass der Figur dann oder diesen Ball dann nachher rüberzuziehen. Und ganz wichtig, von der Farbe her ist das sehr akkurat und wir haben hier auch endlich die Knöpfe. Ne? Das war ja leider bei meiner Lieblingsfigur leider nicht der Fall und die Farbe ihres Tanktops war doch ein bisschen sehr marienblue gehalten, also doch ein bisschen dunkler als dieses hellere Blau. Ne?
fand ich sehr schade. Und das war halt leider nicht akkurat. Und deswegen fand ich, dass viele Knöpfe dabei sind, sehr gut. Das war auch bei der SW Jill so, ne? Aber da war die Farbe ihres Tanktops zu knallig, ne? Zu bonbonlastig, finde ich. Und deswegen werde ich mir natürlich aus diesen Sets die ultimative Jill dann irgendwann zusammenbasteln, ne? Das war jetzt auch so der Hauptgrund, warum ich diese Set noch dazugeholt habe und hier ihre Hose auch von der Qualität her doch sehr gut. Wir können ein bisschen raus, wir sind immer noch im Zoom, oder? Genau, ja. So, ja, man sieht hier den Nahtstreifen, ist sehr schön. Hier die Taschen, ne? Gesäßtaschen und das ist hier, ja, genau. Ja, das wird, glaube ich, die Hose wird mit Abstand am schwierigsten sein, überzuziehen. Da hatte ich echt zu kämpfen gehabt, wenn ihr das Video damals gesehen habt von meiner Master Toy Jill, genau. Das kann ich ja hier nochmal verlinken, könnt ihr euch schon mal anschauen, wie ich da zu kämpfen hatte, eine Puppe anzuziehen. Genau. So, ansonsten haben wir hier auch wieder Fake-Leder. Eieiei. Und hier die Stars-Marke, die schon drin ist. Können wir uns mal anschauen. Und die sieht sogar gut aus. Ja, die sieht sehr gut aus. Ich mag hier die Metallic-Optik-Elemente, aber es ist halt wieder Fake-Leder, ne? Lass uns die Taschen öffnen. Oh, mit Magnetverschluss. Wow, okay. Mega Pluspunkt. Also wahrscheinlich rechtfertigt jetzt nicht, aber wahrscheinlich eines der Gründe, warum der Preis so hoch liegt. Und natürlich Jills Kampfmesser. Ja, auch super ausgearbeitet, aber ich glaube, das Messer kennen wir aus den ganzen anderen Sets. Das wird wahrscheinlich das gleiche Modell sein. So, ja, auch hier, auch das muss man wahrscheinlich früher oder später bearbeiten, ne? Also, kann ich mir gut vorstellen, dass hier die Taschen irgendwann abgenutzt werden. Aber hier könnte man gut die Magazine reinstellen oder vielleicht die Patronen, wenn sie da reinpassen. So, Holzer, auch Fake-Ledermaterial, auch Magnetverschluss, wie man sehen kann. Sehr gut, hätte ich echt nicht gedacht jetzt. Jills Armschonung, was sie sich darüber zieht über den Arm. Auch ganz wichtig, darf ich nicht verlieren. Muss akkurat bleiben. Ja, ihre Schulterholzer. Und jetzt bin ich mal gespannt. Ja, alles magnetisch, tatsächlich. Also wow. Da bin ich jetzt auch positiv überrascht, tatsächlich, ja. Genau, das ziehen wir hier halt rüber und dann hat sie das Teil. Hier so an ihrem Kreuzrand und dann hängen da so diese Taschen. So, das Funkgerät. Hier mit so einem einfachen Clip, ne, an die Gürtelschnalle ran und dann hat man es. Ja, es braucht man nicht viel dazu sagen. Ganz einfach gehalten, wirklich. Einfachste vom Einfachsten. Last but not least haben wir hier Jills Kette, die ein bisschen schief sein scheint. Ja. Muss man ein bisschen aufpassen. Und die ist auch nicht ganz so lang wie die der anderen, ne? Ja, genau. Okay, Leute, ich würde sagen, ich hole jetzt erstmal die anderen Figuren her, beziehungsweise Vergleich machen wir, wenn ich einen Buddy habe. Genau, und ich hole jetzt einfach nur die Headsculpts der anderen Figuren und dann schauen wir uns mal an und dann könnt ihr auch gerne im Kommentarbereich schreiben, welcher Kopf euch oder welches Porträt euch am besten gefällt. So, hier hätten wir die Ansammlung der Headsculpts und zwar haben wir ganz links auf der Seite hier zu sehen die SW Toys Jill aus dem Doppelpack mit Buddy sozusagen, also da war ein Körper mit dabei und zwar gab es ja die Jill hier in Normalform. Ihr Teint ist auch viel, viel dunkler gehalten, wie man sehen kann. Allerdings die Haare sind sehr gut gepaintet, sage ich mal, ne, an der Schläfe. Ja, aber ich finde, dass das Porträt hier sehr jung gehalten ist und ihr Teint auch sehr dunkel ist. Und zusätzlich dazu gab es ja noch eine zweite Figur. Und das war halt die zombifizierte Version, die mega, mega geil ist. Also, wie ihr sehen könnt, ausdrucksstark. Hier die Adern, die rot angelaufen sind, und dann die Lippen, die kaputt sind, hier und da ein paar Blutflecken und natürlich die Augen. Also die Augen haben mich echt fasziniert und ja, die gruseln mich immer noch, ne? Also da kriege ich so ein bisschen Paranoia. Super, super Headscalp. Hiermit war ich nicht ganz zufrieden, weil sie halt doch relativ neutral schaut, ne? Teint ist so dunkel, finde ich. Genau. Und dann haben wir hier mein Lieblings-Headscalp, also aus dem Set von Master Team, haben wir hier die zwei Jill. Linke Seite sehr neutral, ne? Nicht so ausdrucksstark, finde ich. Dafür finde ich die Wimpern sehr gut. Die sind sehr, sehr deutlich. Auch die Augenfarbe kann man sehen. Wunderbar. Und Highlight, und diesen Headscarf nutze ich auch am liebsten momentan, ist hier ihr Battle Damage Look, ne? Also
ausdrucksstarkes Gesicht, die Zähne kann man gut sehen, Mund ist geöffnet, was ja bei anderen Figuren teilweise manchmal nicht ganz so gelungen aussieht. Hier Kratzer, da Dreck, Rußpartikel an der Stirn. Also wirklich wunderbar. Das ist mein Lieblings-Headscalp, das nutze ich am liebsten. Und wahrscheinlich werde ich das hier auch weiterhin nutzen, aber wahrscheinlich in Kombination mit der Superduck-Accessoire-Set-Geschichte. Und da haben wir sie auch schon, wenn man vom Teufel spricht. Ich finde, ihr Gesicht wirkt hier viel ovaler als die der anderen. Die Hautfarbe gefällt mir doch relativ gut, aber was mich hier rausholt, sind halt tatsächlich die Lippen, ne, die so mega, mega klarlackmäßig, metallicmäßig halt glänzen. Das ist schon ein bisschen too much, finde ich. Ne? Aber das ist auch mein einziger Kritikpunkt aktuell an diesem Headsculpt. Ne? Klar, mehr geht immer, gar keine Frage. Aber ich weiß nicht, holt mich irgendwie raus. Ihr könnt ja gerne schreiben, was euer Favorit ist. Ansonsten bin ich hier soweit fertig. Ne? Sobald ich einen Buddy habe, werde ich nochmal ein separates Video machen, wie wir die Figur gemeinsam anziehen. Dann gibt es nochmal eine komplette Review über diese Super Duck Jill. Die packe ich mal beiseite. Und wenn es dann soweit ist, werde ich nochmal alle anderen Figuren mit dazu holen und dann vergleichen wir mal alle Figuren. Ne? Da könnt ihr auch gerne nochmal dazu schreiben, welche euch am besten gefällt. Ne? Das soll es von meiner Seite aus gewesen sein. Achso, nein, bevor ich es vergesse. Der Hersteller Super Duck empfiehlt von Fiesen den Buddy-Typ S12D. Large Breast Size. Warum large? Ich kann es mir halt nur deswegen vorstellen, weil die Klamotten halt so ein bisschen weiter ausfallen. Ne? Und wenn man jetzt so eine normal Size Breast Large Typ nimmt, ne? Breast Size Typ nimmt, könnten dann die Klamotten halt doch relativ hängen und es würde dann eher so Baggy Style aussehen. Und das muss ja auch nicht sein. Deswegen, um das Ganze auszufüllen, gerade im Tanktop-Bereich, hat man sich wahrscheinlich dazu entschieden, Large Breast Size. Na, genau. Okay, jetzt ein bisschen zum Minen. Ich bin der Chris Vanfield, bedanke mich wie immer bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.